Hey, hier Marc für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute kurzes Tutorial zu Canon EOS R, Zeitrafferaufnahmen. Mit der EOS R könnt ihr euch raussuchen, ob ihr ein Full HD oder 4K Zeitraffer-Movie erstellt. Komplett kameraintern, da müsst ihr in der Nachbearbeitung nichts mehr machen. Die Funktion ist wirklich sehr gut implementiert, einfach einzustellen und die Ergebnisse können Sie echt sehen lassen. Also gucken wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Zunächst mal stellen wir sicher, dass wir uns im Filmmodus befinden. Dazu drücken wir einmal den Mode-Knopf und dann gegebenenfalls den Info-Knopf. So muss das Ganze aussehen. Die eigentliche Funktion finden wir dann in Hauptmenü Nummer 1 und der Menü Nummer 2 als zweite Option, Zeitraffer Movie. Das möchten wir natürlich jetzt aktivieren. Hier können wir uns raussuchen, 4K oder Full HD. Meine SD-Karte ist leer, ich habe absolut keine Bauchschmerzen, dass die voll wird, deswegen nehmen wir 4K. Intervall und Gesamtanzahl der Aufnahmen sind die wesentlichen beiden Einstellungen. Für unser Beispiel ist ein Intervall von 2 Sekunden und eine Gesamtanzahl von 500 Bildern dienlich. Gehen wir hier mal rein, dann sehen wir, bei diesen speziellen Einstellungen dauert die Erstellung des Zeitraffers etwa 16 Minuten und am Ende haben wir ein Ergebnis, was in etwa 20 Sekunden dauert. Automatische Belichtung, 2 Optionen, fest beim ersten Bild oder neu bei jedem Bild. Da wir mit Available Light arbeiten und die Veränderung der Lichtstimmung festhalten möchten, wählen wir feste Belichtung beim ersten Bild. Automatisches Abschalten des Bildschirms, hier deaktiviert. Das könnte man aktivieren bei sehr, sehr langen Zeitrafferaufnahmen. Dann schaltet die Kamera während des Zeitraffers den Bildschirm aus. Das spart Batterielaufzeit. Bei kurzen Zeitraffern, wie dem, den wir jetzt bald machen, ist das nicht notwendig. Und der Vorteil ist natürlich, ich sehe, was die Kamera macht, während der Zeitraffer läuft. Piepton bei Aufnahme lässt sich aktivieren oder deaktivieren. Sofern alle Einstellungen getan sind und man zufrieden ist, muss man nur noch das Menü verlassen. Und bekommt jetzt gesagt, man soll nochmal eine Kontrollaufnahme schießen und dann kann man den Zeitraffer beginnen, sofern man mit der zufrieden ist. Das machen wir mal. Sieht gut aus. Und wenn wir jetzt den Record-Knopf drücken, haben wir nochmal die Möglichkeit zu sagen, wollen wir wirklich anfangen oder vielleicht doch nochmal eine Kontrollaufnahme schießen. Wir wollen wirklich anfangen. Wir drücken den Auslöser und dann macht die Kamera vollautomatisch genau das, was wir ihr gesagt haben. So viel dazu, den Zeitraffer einzustellen. Jetzt suchen wir uns mal ein schönes Motiv und setzen das Ganze in der Praxis um. Und so einfach ist es halt wirklich. Sucht euch ein schönes Plätzchen, stellt die Kamera ein und dann braucht ihr nur darauf zu warten, bis euer Timelapse in der gewünschten Auflösung auf der SD-Karte landet. Fix und fertig. Das war's von mir. Mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Schaut mal im Internet vorbei unter www.fotouniversal.de. Folgt uns auf Facebook. Wir machen immer wieder Events und Workshops zu interessanten Themen und neuer Technik. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal und klickt das kleine Glöckchen an. Dann gibt es nämlich eine Benachrichtigung jedes Mal, wenn wir ein neues Video hochladen. Bis dahin, macht's gut!